Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des IAC-Podcasts. Heute wird das Rennen in Österreich zusammen mit Jan und zum ersten Mal an Special Guest namens Lauri aka Karottenzieher. Moin moin. Moin moin. Hallo. Moin moin. So. Fünfte Folge, vorletztes Rennen. Ja, wir haben Österreich gehabt. Es gab ein paar Titelentscheidungen, auf die wir später nochmal eingehen werden, würde ich sagen. Aber wir fangen gleich mal mit Liga 1 an. Ja. Qualifying. Ja, Quali hier, war knapp, glaube ich. Nur Felix war mal wieder in seiner eigenen Welt. Ja. Ja, Rocket Chip ist auf Pole gefahren. Lauri, du hast die Zeit noch offen, oder? Ja, ja. Also Rocket Chip mit einer unglaublichen Runde. Und zwar mit zwei Zehnteln vor, zwei, fast drei Zehnteln vor Nyrox mit einer 1-2-4. War wieder andere Welten, was er da gefahren ist. Aber dann relativ knapp mit den nachfolgenden Fahrern. Ja, also. Ja, genau, da waren dann alle zusammengeboxt, aber der war wieder mal als einziger schnell vorne. Besonders. Und sonst halt auch keine großen Überraschungen, ne? Ich finde besonders für Österreich das übel krass, dass wir da nochmal so zwei Zehntel rauskratzen bei so einer kurzen Strecke. Ja. Weil ich meine, das ist so ein enges Feld, das ist wie wenn man diese Shorttracks fährt, da entscheiden eigentlich Hundertstel und Pole. Und dass er da zwei Zehntel vorfährt, ist einfach wieder wirklich krass. Krass gemacht. Wir kennen auch die Stärke einfach von Nyrox. Wir wissen, wie stark die alle im Liga 1 sind. Dass er da zwei Zehntel vorne fährt, ist einfach wirklich eine andere Liga. Fast drei Zehntel sogar, ja. Das ist wirklich krass. Ja. Aber sonst keine großen Überraschungen, ne? Ja, Norrell, Quali, glaube ich, P7. Ericsson P3 ist ein bisschen überraschend. Also wir wissen, dass Ericsson sehr schnell ist, aber die letzte Zeit hatte er, glaube ich, eine Pechsträhne. Jetzt ist es natürlich nice, dass er da wieder im Quali und auch im Rennen, wie wir später sind, vorne dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nice zu sehen. Ja. Dann würde ich sagen, wir steigen das Rennen über. Ja, denke ich schon. War ein ruhiger Start, glaube ich, ist nichts passiert. Ich glaube, ich weiß nicht, wann sich Chris weggedreht hat. Aber da ist mal wieder weitergegangen, nachdem er ein gutes Rennen gehabt hat. Die Glückssträhne nicht lang angehalten. Ein Rennen einfach. Ein Rennen, ja. Ja, ich glaube, dass, ja, das ist, du hast ja kommentiert, ne, glaube ich. Ja. Ja, also es war, ich habe es auch noch mal angeguckt. Es war, glaube ich, ein sehr ruhiger Start. Ich habe, glaube ich, vorgestern geguckt. Auf jeden Fall war es ein sehr ruhiger Start. Der Start war, glaube ich, echt ruhig, ja. Und dann konnte man, glaube ich, direkt sehen, dass sich der gute IAC Butler, der gute Rocket Chip, Tom und Nyroxy 3 haben sich halt dann vorne abgesetzt. Auch ja, schon auf dem Softest. Sind halt deutlich abgefahren von den anderen, vom anderen Feld. Haben einen epischen Dreikampf gehabt, glaube ich, die ganze Zeit. Die ersten 14 Runden halt, ne? Ist auch, glaube ich, sonst hinten nicht viel passiert. Ein paar Positionswechsel. Ich glaube, Marininho hat einige Positionen gut gemacht. Ja, die Leute haben sich halt in ihrem DRS-Train ziehen lassen, ja. Eingetrudelt. Und dann kommt man da nicht mehr vorbei. Und deswegen ist halt in Österreich auch das Quali extrem wichtig, ne? Ja. Weil man denkt sich so, ja, hat ja viel DRS, man könnte überholen. Aber genau das ist halt das Problem. Eigentlich auf diesen Strecken, wo du halt, entweder es gibt halt die Strecken wie Ungarn, wo du halt kein nicht überholen kannst, weil du nur eine DRS gerade hast, oder du hast Österreich, wo es zu viele DRS gerade gibt. Das ist in diesem Game sehr schwer, da eine gute Strecke zum Überholen zu finden. Ich glaube auch jetzt Großbritannien morgen könnte auch ein fetter DRS-Train werden. Könnte, ja. Das werden wir dann sehen. Also da die perfekte Strecke zu finden, das ist wirklich schwer. Also ich glaube, Belgien ist dann noch mit einer der einfachen zum Überholen. Naja, Belgien ist schon sehr gut zum Überholen. Ja. Also das ist wirklich krass. Ja, weil du auch einfach diese Zeit hast zwischen, ich will jetzt nicht über Belgien so viel reden, aber zwischen der langen Geraden und dann zur nächsten DRS-Gerade, da kann sich der Schnellere schon gut absetzen, glaube ich. Ja. In dem langen zweiten und dritten Sektor. Ja, und Österreich hast du gefühlt zwei Kurven und dann nächste DRS-Gerade, ne? Mhm. Ja. Also da ist es wirklich schwer. Ich glaube, wenn der Vordere schneller ist, kann der nicht überholt werden, aber der andere kann sich halt halten. Das heißt, er kann sich schön ziehen relativ lassen, leicht sogar. Aber er ist vielleicht keine Bedrohung. Ich glaube, du kannst immer so schön auf zwei Zehntel ranziehen lassen, dann kannst du mal wieder eine Runde oder zwei sparen. Das wird sich immer ausgehen. Ja, das haben wir auch, das hat man auch einfach vorne bei den Top 3 jetzt hier in Liga 1 gesehen, dass trotz Battlen, wenn die alle drei eine bessere Pace haben und egal wer vorne fährt, die fahren halt den hinteren immer davon, ne? Mhm. Weil die anderen beiden sich mitziehen lassen. Und dann halt. Ja, dann. Ja, dann würde ich sagen. Ruhig weiter bis zum Boxenstopp, aber da Nyrox dann gutes Spiel experienced, ist einfach in der Box, weiß nicht, ich glaube locker 10 oder 20 Sekunden verloren, der ist irgendwie von Platz 3 auf 13 abgefallen.
Ja, es war entweder buggy oder er wurde gehalten, das wissen wir jetzt nicht genau. Er meinte, es hat gebuggt, im Stream sah es zumindest so aus, als ob er geleckt hat. Ich meine, als ob er aufgehalten wurde, also wir wissen es nicht, auf jeden Fall natürlich sehr. Ja, auf jeden Fall war er dann im DRS-Train ganz hinten, von diesem langen 5-6 Leute DRS-Train, da war er dann ganz hinten dabei und da an allen vorbeizukommen und wieder auf Felix und Tom aufzuholen, war halt quasi nicht möglich. Ja, das ist nicht unmöglich, aber die beiden haben sich tatsächlich, wenn du die ansprichst, die beiden haben weitergekämpft. Ich glaube, das ganze Rennen war im DRS. Junge. Haben immer wieder gewechselt, bis sich Tom eine Strafe geholt hat, dann hat sich halt Rocket Ship den ruhigen gemacht. Hat keine Strafe. Ja, aber sie haben trotzdem noch gebattelt dann. Ja, ja, aber er hat halt dann trotzdem gechillt so ein bisschen. Vielleicht nicht mehr unbedingt probiert rauszupushen. Ja, und ich glaube, Tom und Felix haben 8 Runden hintereinander das gleiche Überholmanöver probiert. Also Tom an Felix. Der ist immer in Kurve, sind es sein 3, 4, 5, in Kurve 5, diese rechts bergab, ne? Mhm. Tom ist 8 Runden hintereinander innen reingegangen und Felix hat 8 Runden hintereinander den Switchback gemacht. Und das hat immer funktioniert. Wirklich 8 Runden am Stück. Nicht schlecht. Wir haben uns 8 Runden am Stück einfach das gleiche Überholmanöver angeschaut. Das ist halt... Er hat nie was anderes probiert. Naja, wenn das Felix war das interessant. Immer vorher gut gemanagt hat, dann kann man da nicht anders vorbei, ne? Wenn der Vordere das schlau macht. Ich meine, er hätte mal probieren können, außen den Switchback selber machen, ne? Aber so wie er das gemacht hat, war da, sei sich ziemlich festgefahren. Ja, was ist sonst so passiert? Es gab halt hinten, wie du schon angesprochen hast, diesen dicken DRS-Train. Ja, irgendwo hat sich Chris wieder dabierend. Also, da hat es einen Aufkaut. Was dabierend? Ja, ja, sagt man so. Weißt, dass ihr das nicht so sagt, ich dabierend. Sag das so. Ja. Junge. Die Österreicher. Kann man nichts machen. Ja, dann gab es halt diesen fetten Train. Chris hat sich zum Schluss in eine Fastest Lap geholt. Nyrox wird durchgereicht. War halt dann hinten, kam nicht mehr vorbei. Die Strafen haben zum Schluss entschieden. Und dann kommen wir uns eigentlich zum Highlight des Rennens. Zwar als Parler als P3 über die Ziellinie gefahren ist. Mhm. Ja. Die WM-Entscheidung. Ist auch noch dritter. Er ist halt als Vierter drüber gefahren, aber Eriksen hatte 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja, stimmt. Ja, so rum war es, ja. Und dann hat er sich P3 geschnappt. Verdient auch. Klaps. Ja, war ja nur eigentlich nur 5 Sekunden hinter den Vorderen. Also waren die ganze Zeit nicht weit weg. Und dann hat er sich die WM geholt. Ich glaube, er hat 44 Punkte. Das kann man rein rechnerisch nicht mehr aufholen. Dadurch kann Rocket nicht mehr gewinnen, trotz Sieges. Hätte er fast Slap bekommen, hätte er noch eine Chance gehabt. Hat er nicht. Deswegen, Parler hat die WM damit gewonnen. Ich glaube, nachdem er 3 Jahre wie Folge Vize war oder so, hat er es jetzt endlich mal geschafft. Ich glaube, er war nur Team-Vize, ne? Sonst war er nie Vize. Ja, wenn man aufs... Er meinte zu mir, ich bin immer nur Vize. Wenn man auch Smitty als Mate hat, dann ist es auch schwierig zu gewinnen. Vor allem in dem Spiel, wo die Controller so OP sind. Ja. Aber das hat sich verdient. Der Junge. Ja, sonst gibt's in Liga 1 eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen, ne? Ja, hast du noch überhaupt noch was zu sagen? Ja, alles gut. Ich hab das ja sowieso nicht so, das Liga 1 Rennen verfolgt. Ja, würde ich sagen, wir gehen direkt zum Power Ranking Liga 1. Ja, mach mal Power Ranking. Da hätten wir dann auf 10 direkt Marvin mit 5,5 Punkten. Also diesmal müssen wir vorhin wieder sagen, wir waren wieder nur 14 Fahrer, also Power Ranking jetzt war wieder schwer. 10 Fahrer zu finden, denn wenn man da 14 hat, da sind die hinteren jetzt auch nicht so grandiose Rennen gefahren, muss man jetzt mal ehrlich so sagen. Und deswegen sind da jetzt auch am Anfang relativ niedrige Rankings drin, weil halt einfach die Leute kein besonderes Rennen hatten, aber halt noch bessere als andere, ne? Ja. Wenn 14 bei Marvin Fahrer, zum Beispiel, ne? Ja, er ist von 8 auf 10, aber hat halt noch weniger verkackt als Rocky, wie sie, Chris und Vettelfan. Ja, wie sie zum Beispiel. Die hatten halt alle schlechtere Rennen. Schlechteres Rennen, Chris, eine Runde hinten, hat zwar fastes Lap, aber das war auch gar nichts. Vettelfan hat ein DNF. Rocky weiter weg als Marvin, also schlechtes Quali noch gehabt. Also da haben wir Marvin dann auf 10 mit 5,5 Punkten. Ist okay. Er ist noch Top 10. Ist an Kibu dran. Vom Delta her. Habe ich hier gerade, sehe ich hier gerade. War okay. Ja. Dann kommen wir direkt auf Kibu. Auf P9. Der wurde auch 9. am Rennen. Hat 6 Punkte, ja. Weil er eben von 14 auf 9 gefahren ist und nicht wie Marvin von 8 auf 10.
Die waren aber nah aneinander. Also war auch schon ein gutes Comeback, aber dadurch, dass sie zwei rausgehauen haben, war es jetzt auch nichts super Besonderes, würde ich sagen. Aber wie wir Kibu kennen, er schafft es irgendwie immer, sich in die Top 10 zu fahren. Im Rennen. In die Nach Top schlechtem 10. Quali. Top 10, Junge. Die Top 10, wer kennt sie nicht? Ja, Schnauze. Ja, Lauri, dann machen wir 8. Ja, die 8, da haben wir, oder habt ihr euch für den guten Nyrox entschieden mit 6,5 Punkten? Genau. Hat zwar im Quali eine gute Pace gehabt, aber hat halt im Rennen, wie gesagt, den Bug gehabt und dadurch hat er viel verloren. Ja, war Schadensbegrenzung und ist auch 8 geworden, deshalb auch 8 im Power Ranking. Das passt schon. Da haben wir auch noch Aimless. Auch mit 6,5 Punkten. Auch von 11 auf 7. Ist noch von Nyrox gekommen, die beiden Ferraris auf 7 und 8. Hier im Power Ranking auch 7 und 8. War auch von ihm auch ein gutes Rennen von 11 auf 7. Genau. Dann War schon okay. auf. Dann haben wir auf dem nächsten Platz auf. Wo bin ich? Ich habe die Zeile verloren. Hilfe. Ericsson und Mach du Norrell. weiter. Ericsson und Norrell, genau. Beide mit 7 Punkten. Auf 7 und 6. Norrell, gute. Also Qualifying, okay. 7. Platz. Eine Position gut gemacht im Rennen. Ist halt im DRS-Train hängen geblieben oder konnte halt weder vorbei noch zurück. Weder voran noch zurück. So rum. Ich weiß nicht, ob ich sich erzählen lasse, wir wissen es nicht. Auf jeden Ja, Fall aber wurde er Sechster. ja, war stabiles Rennen. Dann kommen wir auf Ericsson, den hätten wir auch 7,5 gegeben, aber weil wir sonst oben fanden, wir jetzt Leuten unfair andere Punkte gegeben haben, hat Ericsson jetzt 7 bekommen. Also, man könnte sagen, vielleicht 7,25, weil wir wollen ja auch nicht ins komplette Detail gehen. Hat dann auch 7 Punkte, wurde Vierter. Quali stark P3. Hatte die Strafe, sonst wäre er sogar Dritter im Rennen geworden. Ja. Und ist deswegen 7 von 10 Punkten. Aber wie gesagt, das war wirklich sehr stark von ihm. Und nachdem er halt nicht so viel Erfolg hatte in den letzten Rennen, ist das natürlich wieder ein Step in die richtige Richtung. Dann auf Platz 3 haben wir den Weltmeister, den Du hast neuen nur übersprungen. Weltmeister. Oh. Ja, ist nur übersprungen. Der arme Noah. Oh, das ist unlucky Die jetzt. Ja, der ist Broncos. nicht so Wir haben immer wichtig, der ist nicht so. übersehen. Nein, Spaß. Der ist von 10:05 gefahren. Der war halt auch, glaube ich, im Train drinnen. Aber hat halt am Anfang, glaube ich, einige Positionen gut gemacht und sich dann halt gehalten. 5 Positionen weiter vorne, als wo er gestartet ist. Ist auch nicht seine Quali-Runde. Hat er nicht hinbekommen, bei weitem nicht. Hätte doch Zweiter starten können, wenn er seine Runde hinbekommt. Aber wie bei ihm üblich, schafft er im Quali seine Runde nicht. Und im Aber ist Test im dafür ein Rennen auch gutes wieder Rennen 11. gefahren. Genau. Ist auch mal ein gutes Rennen gefahren und deshalb 7,5 Punkte Ja, eigentlich und gleichzusetzen mit Vierter. Ericsson, aber er hat halt von 10 auf 5 einen guten Comeback. Besonders, wir haben den DRS schon angesprochen. Da schafft nicht jeder ein Comeback. Und Ja. das hat Noah wirklich gut gemacht. Ja, jetzt, Lauri. Jetzt kommt Parla, der frische Weltmeister. Ist ein sehr stabiles Rennen gefahren, ist, glaube ich, von Platz 5 gestartet, oder? Sechs. Platz Platz 6. 6 Ja. sogar. Hat sich da, ist da ganz ruhiges Rennen gefahren und ja, hat sich dann den Wer ist WM-Titel dann geholt. ja. Ist dann mit Ist hinter Ericsson, glaube ich, in so Ericsson einem Duo-Train sich gefahren. ziehen Ja. lassen. Ja, ich glaube, hinter denen waren sogar noch einige, aber es hat halt. Die beiden haben vorne, sind vorne Ja, auf jeden Fall im genau. Train gewesen. Und dann, Genau. On Track P4, mit Letztendlich Strafen P3, ja. P3. Ja, und das reicht dann halt rechnerisch, dass er Weltmeister ist. Ja, Dementsprechend nochmal herzlichen Weltmeister. Glückwunsch von allen. Und damit kommt er jetzt. Kriegt er nächstes Jahr die Trophäe auf dem Discord ran. Als Discord, die Smitty jetzt hat. Das ist ganz wichtig für Ja. mich, dass ich die ihm die geben kann. Ja, das ist wichtig, ja. Ja, dann haben wir mit gleich vielen Punkten Tom auf P2. Hat auch Ja. 8 von 10 Punkten. Er ist Sehr vorne solide ein bisschen mehr Pace. Pace gefahren mit Felix. Aber wenn man sich zum Schluss mal das Delta anguckt, da war Parla auch nur 5 Sekunden weg von den beiden. Er hat sich halt eine Strafe geholt. Deswegen hat er 8 von 10 Punkten und nicht 8,5 wie dann Felix auf 1. Also Rocket, aka IRC Butler, aka Benji, aka. Ich habe keine Ahnung, wie viele Namen der Typ hat. Felix heißt er eigentlich. Ja, ich weiß, Felix. Aber warum heißt er manchmal Benji? Das ist übel weird, Oder Felix Benjamin heißt. Oh. AKA, ich muss immer im Power Ranking vorne sein. Genau. Ja,
Der ist lächerlich, der Typ. Der schwitzt auch nur noch mit deinem Power Ranking. So wissen es doch alle. Ja. Wenn wir dann sehen, wie das nächste auch ist, wenn es nichts mehr zu reißen gibt für ihn, ha? Dann macht er ein Comeback und holt sich die 10 Punkte. Also, wenn er vom letzten auf den ersten fährt. Soll Last to First Challenge machen. Seid ihr das jetzt? Benji macht Last to First Challenge. Felix, wenn du das hörst, mach Last to First Challenge. Ich hab mal. Wie Parla. Parla wird das auch machen, habe ich gehört. Also. Ja. Wenn er da zurückzieht, ist das peinlich. Schon ein bisschen. Gönn Chris den Win. Aber exakt damit. Genau, Chris Win gönnen. Exakt damit werden wir Liga 1 auch schon abgeschlossen. Ja, haben wir. Und wir können Liga 2 rübergehen. Direkt mit dem Qualifying anfangen. Was ich besonders verkackt habe, weil ich irgendwie 7 Zehntel gefühlt hinter meiner besten Zeit war. Yo, chill. Holy shit. Okay, 7 Zehntel ist vielleicht übertrieben, aber. 8 Zehntel, Digga, 7 Zehntel. Was bin ich denn gefahren? Ich weiß halt nicht mehr. Ich war hier auch 2 Sekunden hinter meiner besten Zeit. Eine 3-2 gefahren. Eine 3-2-2-6. Sind halt trotzdem 5 Zehntel hinter meiner PB. Ich bin eine 1-9 gefahren, was auch nicht gut war. Also ich hätte auch eine 2er zahlen können. Ja, eine 3-1-9. Also ich dachte schon, Digga. Ja, moin. Jo. Ja, dann kommen wir die Polezeit. Ja, die Polezeit von Bardo war eine 1-2-9-6-1. Ich glaube, in Liga 2 besser so im Mittelfeld gewesen, aber Liga 1 knapp auf Pole. Gefolgt von Schofield und von der richtige IAC Bodler, aka Felix, aka Felix. Ganz knapp, ein Tausendstel langsamer gewesen als Schofield. Ja, da sieht man auch schon, wer der wahre Fastest Lap König ist. Ja. Und dahinter war ich, dann Flo, dann Jan, Pascalus, Rocky, Rebeef und ja. Ja, kommen wir dann zum Rennen. Können wir gleich machen. War ein Qualifying jetzt nichts Besonderes. Der Start war sehr ruhig. Rocky hat mich zwar ein bisschen gedived, der Keck, wie immer. Aber kann er gut. Sonst gab es kein Crash, kein Safety Car, was von der Turn 1 in Österreich. In Liga 2 kann man das eigentlich schon erwarten. Aber die Leute haben sich benommen. Ja, das Rennen. Ohne größere. Also wenn ich mal sagen darf, das Rennen, die Atmosphäre, sag ich mal, ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Also es ist nicht mehr so wild wie vor ein paar Rennen, aber es ist natürlich immer noch. Ja, die Leute haben sich alle ein bisschen mehr zu benehmen angefangen. Ja, Underdog ist ja auch weg, also das ist eigentlich schon, der Erzfeind hat sich eigentlich schon verpisst. Jetzt ist Frieden sauer. Auf Erden. Das war echt ein bisschen sauer gerade. Ja, wer auch einfach den Server lief, also ja, der ist gebrochen. Was ist im Rennen sonst noch passiert? Rocky hat die ganze Zeit geleckt. Mhm. Ja, der hat da glaube ich auch locker ein paar Positionen verloren. Ja. Der hat ja, das Kämpfen von ihm, der hat schon mehrmals Probleme, der hat auch Lenkradprobleme das ganze Rennen, also Rockys Technik spielt ihm da dick. Geupgradet. Dick in die Karten und nicht dick in die Karten, spielt Pascalus eigentlich dick in die Karten. Denn das hat ihn wieder ziemlich gekostet, würde ich sagen. Also ohne Legs und so wäre Rocky schon, hätte Rocky schon safe irgendwo mal mehr Punkte geholt. Auch vor allen Dingen in Österreich jetzt. Und das hat ihm ja schon öfter, ich sag mal, die eine oder andere Position gekostet. Ja, zumindest einmal, dass er nicht nicht aus dem DRS kommt, weil er eben wieder diese 4 Zehntel zurückpackt. Ja, ja. Ne? Also das waren auf jeden Fall ein, zwei Positionen und auch einige Punkte, die er probably deshalb liegen hat lassen. Ja, vor allen Dingen, das war ja auch so in Italien und ich glaube Russland war das auch. Da ist er auch immer geleckt und deswegen hatte ich halt auch Glück. Wo ich da gewonnen habe. Wir waren in Russland einfach krass. Ja, in Russland, aber in Italien Schofield. Vor allen Dingen. Ja, dann haben wir Fabi, aka Schofield, aka ich drehe mich in Turn 3 weg. Aka ich drehe mich immer dann, wenn ich weiter vorne bin. Ja, oder hol mir eine Durchfahrtsstrafe, wenn wird genau, Sanford zum Beispiel, der hat eine Durchfahrtsstrafe gehabt, ja. Ja. Also, Fabi... Der will nicht gewinnen, der Junge. Das spricht ja für beide Williams, dass sie beide sich gern schon mal... Dass sie ja beide einfach immer... Ja, ein Rennen fertig fahren ist was für Schwache, okay? Also Rennen gut fahren und dann irgendwo mittendrin einfach komplett verkacken, das ist the way to go. Ja, das denkt ihr beide euch echt immer, ne? Das ist... Das ist wirklich ein bisschen belastend im Endeffekt, aber also, kann man nichts machen. Ja, Fabi hat sich dann von P3 gedreht. Dadurch haben Nauri und ich auf P4 und 5, glaube ich, auch den Anschluss nach vorne verloren. Ja, also wir konnten auf jeden Fall nicht mithalten mit Bardo und... Mit Felix. Der war so schnell, der Junge. Pascalus, ja... Kommen wir zu den Boxenstops? Ja, Pascalus ist ja extra ein bisschen früher reingegangen. Den habe ich dann ordentlich geundercuttet. Das weiß ich noch. Und dann haben einige geundercuttet, auch Rebeef, glaube ich. Ja, Pascalus ist besonders spät. Ja, besonders spät, ja. Der ist. Rocky ist in Runde 10. Ja, besonders spät, auf Hartz. So hatte dann nochmal einen Lag. Also Rocky hat Rocky wird wirklich gar nicht gegönnt.
Nee. Oder irgendwie die Box-Crew war nicht ready, die haben auch alle Dünnschiss gehabt, ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, ich hab den Clip, könnt ihr euch ja mal angucken, Hashtag Clips hat Rocky reingeschickt, also was da passiert ist, ist wirklich einfach eine Frechheit von Codemasters, das hat in Sonne zum Lehrern kostet das halt, und das hat Rocky auch gekostet, dadurch konnte er eigentlich jeglichen Undercut in Runde 10 vergessen, war dadurch so siebter, glaube ich, das ist einfach echt ärgerlich. Ja, dann Runde 12 sind ich und Felks dann gepittet, haben dadurch auch einen ordentlichen Undercut gemacht. Und dieser Undercut, der wird für den Verlauf des Rennens auch noch entscheidend sein. Also, ihr seid auf die Hards gepittet, muss man sagen. Ja, auf Hards. Rocky ja auch in Runde 10, das ist wichtig zu wissen. Mediums schaffen das nicht. Ja, dann nach den Boxenstops war ich dann auf einmal auf P2. Ich hab zu Laura gesagt, hä? Digga! Davor Bardo warst du. Ich hatte einfach Bardo geundercutet, der so 3 Sekunden vor mir war. Also das war wirklich krass. Ja. Das war wild, ja. Und dann Felix war halt dann wie 9 Sekunden erster und dann, das war halt auch für ihn easy, dann hat er das Rennen halt easy auf P1 zu Ende gefahren. Mhm. Bardo war direkt an meinem Arsch, wir haben gekämpft, dann hat sich Bardo Damage geholt bei mir, ist mir einfach hinten reingefahren, hat sich verbremst. Genau, dann ist er mir auch nochmal hinten reingefahren. Dann ist er dir reingefahren und Pascalus ist ihm dann dabei auch reingefahren. Ja, ja. Hatten beide Damage, ja, das war, beide gepittet. Das war wirklich, also wie bei Digga. Ja, die sind nicht, also Pascalus echt, nicht gepittet. Doch. Echt? Ist er. Achso, ja, stimmt. Ja, stimmt. Der hat auch Flügelschaden, glaube ich. Ja. Ja. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass auf einmal dieser gute Adman Vierter war. Direkt. Und das belastete Rennen weggeworfen hat. Weißt du, was ich voll vergessen habe aufzuschreiben? Oh mein Gott, das fällt mir gerade ein. Hiko hat den größten Massencrash mit Golfvirus gebaut, der ja, glaube ich. Echt? Oder mit Delakium. Digga, das ist so ein dicker Crash. Das kann ich mich gar nicht erinnern. Nee, das war auch nicht on-stream, aber das fällt mir gerade so ein, weil ich so sehe, dass Hiko fast ist Lab, also, Digga. Das war nicht on-stream. So abgeschossen. Nee. Das habe ich aber gehört. Also, die beiden haben sich komplett weggeschossen und dann hat sich dann, und dann kam so ein gewisser, das war zeitgleich, weil jetzt kommst. Einmal Trommelwirbel. 2 Runden vor Schluss, denkt sich Florian. Alter, Digga, lass mal Gas mit Overtake auf Curb drücken, jö. Verlegst dein Hexo, jö. Und er stirbt. Ja. Auf P4. Und dann war ich tot. Aber, weil gutes Spiel, habe ich noch einen Ehrenpunkt bekommen. Ich bin zwar 2 Runden eigentlich später ins Ziel gekommen, aber obwohl ich DNF bin, hat das Spiel sich gedacht, 15 ja, hat erst nein, ins Ziel gekommen. Ja, nein, weil halt alle überrundet waren, ne? Ja. Also, die Überrundeten haben dich nicht mehr zurück überholen bekommen. Genau, und deshalb habe ich als bei mir noch gezählt als fertig fahren. Weil ich halt gleich viel gefahren bin wie die. Haben die Williams, die denken sich gern und ja, Rennen weg. Fertig fahren ist was für Weicheier, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass in Großbritannien jetzt mal mehr von euch kommt, denn Digga, ihr müsst doch mal. Oh. Ja. Wäre schon peinlich. Gut. Ja. Was ist eigentlich dein bestes Rennergebnis für das? Guck ich mal kurz nach. Ich glaube 6. Ja, 5. in Japan oder so. Und dann. Nee, in Japan war ich 5. in Brasilien. 5, also hätte ich aber auch 2. werden können an den Strafen. Flo. No front. 5, 6, 12, 15, ne? DNF. Also Belgien. Schau, weißt du, wenn du bei mir durchgehst, gell? Japan 16 war Regen, war einfach kacke, ne? Die schlechten. Ja, das war einfach dick. Spanien Sandfort, bin ich letzter gestartet, Sandfort, war 6. war gut. Sandfort dachte ich mir auch, 3 Runden vor Schluss. Wand. Ja, das war Regen, das war auch einfach, Dritter. Einfach stupid, ja. Stark. Da war ich auch 3. Bereit. Österreich wäre ich 4. geworden. Bereit, hast du selber abgeschossen, du wurdest nochmal abgeschossen. Ja. das war auch unlucky. Digga, USA, hast du dich auch nur durch Strafe bekommen. Ja, also, USA. Ja, USA, also, war gut, ne? War gute Digga, Saison. Du hast so geschissen immer, ne? Und in Österreich, du warst einfach 4. Ja. Ich kann es nicht fassen. Mehr. Uff. Das ist genauso wie Lauri in Australien. Auch ich sag, bevor wir hier meine Leidensgeschichte weitererzählen, können wir zum Power-Ranking auch übergehen. Junge. Ja, Special Guest Lauri kann man auch jetzt nochmal hier John das Ehren-Power-Ranking geben, weil letztes Mal haben wir, ich bin John, ich bin nicht im Power-Ranking, was ist das denn? Ja. Deswegen ist John jetzt drin, also hate mal jetzt nicht John hier, wenn du das hörst. Aber, um ihm noch schön einen reinzudrücken, er hat die wenigsten Punkte, die jemals einer im Power-Ranking gehabt hat, weil einfach zu wenig Fahrer waren. Juri, Digga. Echt? Ja, mal Juri hat ja auch schon 4 Punkte vergeben. Juri. Ja, Juri, falls du das siehst, Loser. Also, ja, stimmt, im ersten Podcast ja, John, hat der Juri auch 4. John hat ja, dann stabile, teilst du dir den die Platz stabilen 4 Punkte mit. Wollen wir ihm gönnen.
Ja. ist hier von 13 auf 11 gefahren. Das muss man auch erstmal, das ist auch erstmal eine Leistung, die man Muss. erbringen muss. Wir sind so am Haten. Digga. Hat er ja verdient, Kappa. Ja, so Nee, nee. John, wenn er trainieren würde, wir wissen, dass er aktuell keinen Bock auf F1 hat, aber das ist halt wirklich schade, dass er von letzter Season so gedroppt ist. Imagine, Digga, man ist langsamer als ein Alfa Romeo, das ist wirklich peinlich. John, was soll das Ja, und eigentlich? hinterm Williams. Und auch, ja, hinter, okay, Er ist nicht sogar hinter hinter Reddick. Rebeef. Na, Rebeef ist gut, hält mal Rebeef hier nicht. Nee, nee. Aber Rebeef ist 1, 2, 3, 4 Rennen. Hat er verkackt. Ja, können wir mal weiter zu einem, der auch on track besser als John ist. Golfvirus. In dem Rennen wird der 10. von P10. Solide 15 Punkte. Da kommen wir das Phänomen, was wir letztes Mal schon angesprochen haben. Wir waren 17 Fahrer, einer DNF, zwei haben DNF, zwei haben komplett reingeschissen. Zwei sind gecrashed, deswegen haben wir jetzt Golfvirus. Hat auch nur mit 5 von 10 Punkten, weil er von 10 auf 10 gefahren ist. Eine 3-Stop. Ist stark, damit von John zu sein. John, wirklich Respekt an dich. Digga, hält man nicht. Junge. Bisschen was ist jetzt, muss er Digga, abbekommen. John hat so geschissen. Ich hätte so geschissen. Ich Junge, glaube, war sauer. John wird wieder abgeschossen. Kann ich mir vorstellen. Dass John wieder irgendwie richtige Scheiße passiert ist. Also, wie wir John's Luck kennen, ist das wieder passiert. Ja, John, wir Junge. lieben dich alle. Ja, dann kommen wir Sowieso. mal weiter zu den beiden WM-Kontrahenten. Ja, Lauri, hau nochmal raus. Ja, auf, es kommt da erst Rocky. Und Pascal. Ach so, ja. Ich hab's halt gerade anders Verwirrter interpretiert. Junge. So. Auf Platz 8 haben wir Rocky und Platz 7 Pascalos. Beide 6,5 Punkte. Rocky natürlich hatte Pech mit den Lecks, wie schon angesprochen. Und Pascalos ist halt Bardo hinten drauf gefahren, der mir hinten drauf gefahren ist und Ich musste dadurch. glaube, der hatte Damage, ja. Er hatte Damage und musste. Dadurch war sein Rennen auch versaut. Ja, die WM ist noch nicht entschieden und Hast du die Punkte auf, Lauri? Sonst ich mache habe ich die mal kurz Punkte weg. Ich hab sie offen. Ja, dann callt mal rein. Aber bei der 39 Punkte Rückstand, also es ist noch möglich. Ja, das ist wie bei Jan und mir, also es ist Aber sehr schwer. Bei mir ist sogar noch schwerer. 39 Punkte ist Digga, du musst halt. einfach, du musst 41 Punkte holen, Lauri. Ja, Easy. kurz Wind und fastes Lap holen. Aber es geht gar nicht, weil die anderen werden alle auf fastes Lap gehen, deswegen. GG. Ja, das wird so. Da sprechen wir zum Schluss nochmal drauf an, weil da muss ich nochmal ein Shoutout geben, dass da manche Leute sich nochmal engagieren. Engagieren. So, Nee, ist ja real so. gehen wir erstmal weiter zu Dennis und Steffen. Digga, was für eine Scheiße, weil ich wieder laber, ne? Digga. Ja. Ja. Dann Dann kam der gute alte Shepard und Dennis. Dennis und Shepard. 7 Punkte. Beide gutes Rennen gefahren auf jeden Ja, Fall. Dennis von 16 auf 9 mit 15 Sekunden Strafe, 9. vor John. Vor John. Ganz wichtig. Und Dennis, Shepard. und Shepard von 12 auf 8. Ja, die beiden, das habe ich schon immer mal wieder gesagt, glaube ich. Ja, da war ich weg. Dass Shepard und Dennis mit dafür, dass man sie nicht erwartet, sie sind halt wirklich, glaube ich, auch oft die Fahrer, die kaum Fehler machen, aber halt nicht die Pace haben. Weißt du, die Ne. anderen machen Fehler und die beiden sind halt immer da. Ne. Deswegen, jetzt Shepard, Dennis, wieder 8 und 9, die Konsistenz, wenn andere Fehler machen, dann holen sie sich auch mal die Top 10. Das war in Japan schon so, dass wirklich stark von den beiden. Sie nutzen die anderen Fehler und da genau das ja macht ja auch einfach, das macht auch ein gutes Rennen aus, ne? Deswegen hier 7 von 10 Punkten. Ja, auf jeden Fall stabil. Ja, kommen wir zu den Top 4, da kann Flo jetzt nochmal die beiden Alphas hier callen. Ja, die zwei Alphas auf 4 und 3. Zuerst Lauri, dann Jan. Gleich viel Punkte und deshalb stufe ich Jan wieder eine Stufe ab. So ein Kriegt nur einen Bastard. vierten Platz, ne? Wo bist du auf der Lauri Liste, darf. Flo? Wieder ein Punkt. Ganz unten mal wieder forschen das Rennen. Ja, deshalb stehe ich doch nicht oben, ne? Ja. Aber nur 3 Punkte hinter John. Also, ne? Nur 4 Plätze hinter John mit DNF. Ist halt echt nur, ne? Auf jeden Fall, ich würde mal behaupten, gutes Rennen gefahren. Ihr habt mich da hinten ein bisschen verhungern lassen, was mich mental ein bisschen fertig gemacht hat. Der, du warst Du richtig wolltest mad. unbedingt das Podium und Ich war dann. echt richtig mad. Hui! Ich wollte so unbedingt das Podium und dann der Körb so, nö. Wenn Flo morgen Vierter ist und ich bin Dritter, dann lasse ich ihn vorbei. Ja, das Call. möchte ich nicht. Ich Ja, so schieß will dich man ja einfach auch ab, nicht aufs dann Podium. beenden wir Nee, dann beide tue das ich Rennen so. nicht, Oh nein, mein Reifen ist okay? ab.
Yo. Was? Ich bin auf der Geraden in die Wand geflogen. Nein, ich hab die Bremse verwechselt mit der Kupplung. Scheiße. Das ist aber wirklich schon passiert. Ja. Ja, okay. Ja, wir haben uns beide mit 7,5 Punkten. Wir beide haben P2 und P3. Was Fakes gesagt hat. Wir waren seine fahrende Wand. Ist halt ehrlich, ja, das war wirklich. Glaub, du hast, so Jan, du hast, glaube ich, durch deine Boxenstopp-Strategie hast du halt deine fehlende Pace gut gemacht, weil du dann halt ich einfach keine hinter Lauri wartest. So eine Lüge. Ja, jetzt warte mal, ich war deutlich schneller als du. Aber ja, wir waren du warst vor halt, dir. Ich glaube, vorm Boxenstopp warst du ja hinter mir, ne? Nein, ich war die ganze Zeit vor dir. Ich hatte schon Start überholt, da hast du dich nicht mehr zurückgeholt, das ganze Rennen. Das kann sein. Ja, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, glaube ich, hast du extrem davon profitiert, dass halt Lauri dich vorne mitziehen hat können, dass ich halt deshalb absolut keine Chance hatte zu überholen. Ja, also man muss halt sagen, ich glaube auf den Softs, da waren wir beide auch gleich schneller und ich. Auf dem Video ist ja klar, dass ich da erstmal schneller bin, aber am Ende waren wir gleich. Ich glaube, zum Schluss war ich schneller sogar, ja. Weil da war ich richtig an deinem Arsch, aber wir wollten nicht das Risiko eingehen, dass wenn ich vorfahre, dass du dann gegen Flo verlierst, deswegen haben wir mich mit schnelleren Reifen sogar hinter ihm gelassen, damit ich halt besser verteidigen kann, also das war. Ja, du hast auch mehr ERS zu verteidigen und so. Da muss ich uns erstmal selber jetzt auf die Schulter klopfen. Nee, das macht man nicht. Das macht man nicht. Nach Hause genommen. Nein, Spaß. Und wir beide sind echt gutes Rennen gefahren. Dann kommen wir aber zu den beiden, die noch ein besseres Rennen gefahren sind. Erstmal Felix. Der. Ja, Felix, das ja. Habe ich am Anfang des von Liga 2, als wir darüber geredet haben, gesagt, dass er mit mir geboxt hat, dadurch einen Undercut auf Bardo hatte. Mhm. Also Felix ist wirklich sein eigenes Rennen gefahren. War langweilig, aber er hat den Win genommen, hat auch verdient. So wie der gefahren ist, hatte eine super Pace. Und ja. Ja, dann kommen wir aber zu jemandem, da wo wir wirklich. Ich glaube, da hat sich wirklich jeder darüber gefreut, dass er erstmal geschafft hat, nicht sein Rennen wegzuwerfen. Ja. Der gute Rebeef auf P4 von P9, wirklich sehr starkes Rennen. Mhm. Hat genauso wie Felix 8 von 10 Punkten, weil die beide einfach sehr gutes Rennen hatten. Rebeef P4 hat fast. Hätte ich mir noch einen Cut geholt, hätte ich 6 Sekunden gehabt und dann wäre Rebeef im Podium gewesen. Das darf natürlich nicht passieren, deswegen, nein, Spaß. Also das war wirklich ein sehr, sehr starkes Rennen für Rebeef und war auch wirklich knapp am Podium vorbei. Ja. Das hat, glaube ich, wirklich jeden gefreut, weil der Typ hat so viel Pech in den Rennen, also nicht Pech, jetzt selber weggeworfen, jetzt hat er es mal geschafft. Vierter gewonnen von 9. Wirklich, wirklich stark und ich hoffe, da sehen wir noch mehr von. Könnten wir machen mal einen vierten Platz, sein bestes Ergebnis, glaube ich. Ja, also mit dem vierten hat er sich, glaube ich, auch ziemlich gefreut, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Besonders wenn vor ihm Fahrer waren, die auch alle schon die Pace haben, aufs Podium zu fahren. Ja. Und hinter ihm auch. Hinter ihm waren Pascalos, Rocky, Bardo, die sind alles Legenden. John. John. Junge. Jeden Satz einfach so ein Magengrube. Junge, er hat mich letztes Mal so angebracht, dass er die Power Ranking ist, ne? Das kassiert direkt Karma dafür. Digga, schon, Alter. Ja, dann hätte ich gesagt, Power Ranking abgeschlossen. Ja, jetzt, bevor ich das vergesse, jetzt doch ein paar allgemeine Sachen. Ich würde sagen, wir sprechen mal ein bisschen auf die WM an. Ja, Pala hat die WM sich gesaved, gebunkert. Ja. McLaren sieht auch sehr gut aus. Warte mal, ich muss kurz rechnen. 70? Ich glaube, rein rechnerisch kann Williams die gar nicht mehr holen. Warte mal. 301 zu 235. Wie viele Punkte fehlen denn dann? Einzige Frage ist nur, wie viele Punkte ihnen fehlen. Ihnen fehlen 66 Punkte. Okay, sie können es noch holen. Ersatzfahrer gewinnen einfach. Wird. Ja, 1, 2 müssen sie. Ja, es zählt ja nicht. Die haben ja mehr zwei Fahrer, die Ersatzfahrer. Ja, die haben halt 100. Natürlich. Ja, da haben wir dann McLaren fast sicher mit der KWM und Pala natürlich die Drivers. GG als bester Fahrer. Laut Punkten auf jeden Fall. Wir wissen, dass Rocket auf jeden Fall kranke Pace hat, aber laut Punkten. Schnellster Fahrer und bester Fahrer in der IEC aktuell. Denn er hat die Konstanz gezeigt. Schlechtster war einmal Sechster in Japan, sonst 1 bis 5 war alles dabei. Einmal klopfen für Pala. Und da Glückwunsch, jo. Auf jeden Fall. Ja. Dann gibt's noch einen Kampf um P3, weil Nyrox nur 10 Punkte vor Sven ist. Da würde ich vielleicht noch was zeigen. Ja, da könnte sich noch was tun, aber sonst ist, glaube ich, alles. Dann sich Nyrox den Pokal mit nach Hause. Kommen wir zu Liga 2. Rocky 39 Punkte hinter Pascalos, haben wir schon gesagt. Rocky müsste gewinnen, ja. Pascalos müsste punktlos ausgehen. Oder. Ne, nicht ganz, aber er dürfte nicht viele Punkte machen. Also andersrum.
Pascalus um darf. die KWM spannend zu halten, müsste Pascalus gewinnen und wir müssten keine Punkte holen. Also Pascalus, da entscheidet sich eigentlich. Beide WMs können sich entscheiden, je nachdem wie Pascalus performt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann man so stehen lassen. In der KWM kommt es darauf an, wie wir performen. Und natürlich naja, immer, auch wie Pascalus performt. Ja, aber meistens eher wie, weil Pascalus fährt immer konstant und der wird wahrscheinlich auch wieder. Also der wird schon so fahren, dass er Top 10 kommt, der weiß das auch, dass er die WM einfach sicher nach Hause. Und dem ist auch. Nee, für die WM. Dem ist aber die normale richtige WM wichtiger, denke ich mal. Weil da ist die Chance auch besser. Naja, also KWM, ich meine, er hat natürlich immer das Ziel zu gewinnen, er wird jetzt nicht irgendwo hinten mit Absicht rumgucken, um auf gar keinen Fall Damage zu bekommen, der wird schon Ehrgeiz haben zu gewinnen. Ja. Aber da die KWM 51 Punkte, ich habe gerade geguckt, Pascalus müsste Erster werden und Hiko Achter. Und wir beide müssen punktlos ausgehen, also da kann man sich mal vorstellen, da müssen die beiden Jungs schon ordentlich Punkte holen, um uns doch zu kriegen. Wir müssen natürlich definitiv. Ist auch ziemlich, Driver ist auch ziemlich safe, die ersten drei. Da gehe ich nicht von aus, dass sich da noch was ändert. Ja. Nicht viel zumindest. Also du kriegst Rocky nicht, Rocky kriegt wahrscheinlich Pascalus nicht, aber man weiß es natürlich nicht, was da noch passiert. Und dich werde ich auch nicht kriegen. Ja. Vermutlich nicht. Kommen wir noch zu den Fastest Labs? Ja, das ist interessant. Das wird jetzt noch. Liga 1. Haben Rocket und Aimless beide zwei, also da könnte sich noch gucken, wer den DHL Fastest Lap Award kriegt. Ich kann mir vorstellen, dass Rocket sich den snackt, weil er sich denkt, ja, wenigstens ein Award für mich. Ja, und der zweite Platz, den nimmt dem auch keiner mehr weg. Dann in Liga 2 hat Felix 3, Schofield, Rocky und Hiko haben 2, das heißt, wenn die sich 3 holen, wir wissen, glaube ich, gar nicht, was dann passiert, wenn zwei Fahrer drei haben. Dann gewinnt der weniger Rennen gefahren ist. Ja, das ist, glaube ich, Schofield dabei. Das heißt, wenn der gleichzieht mit Felix, das heißt, dann gewinnt er den Award. Das heißt, wenn Fabio Fastest Lap geht, dann kriegt der den Award. Das heißt, wenn Fabi geht, muss Felix gehen, weil Felix schnell ist und Fabi schnell ist. Beide pitten. Easy P1 für mich, Digga. Ja, und dann kicke ich dich raus und gewinne einfach. Rocky wird ja der P1, wenn er keine Issues hat mit dem Internet. Ja, der wird wieder laggen. Der laggt halt immer leider. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch länger über irgendeine Scheiße reden, beenden wir mal den Podcast. Inga, nur 40 Minuten. Das ist, ist eine gute Idee. Digga, als ob wir wieder so lang sind, Digga. Ja, sicher. Immer. Wir werden immer länger, Digga. Das war, Junge, einfach. Ja, weil ihr so einen geilen Typen heute dabei hattet. Ist halt ehrlich, ne? Kann man nichts machen dann. Ja, ich war halt heute geil, ne? Deswegen war es geil. Naja, stimmt. Ach, ja, dann verabschieden wir uns. Wir hoffen, dass ihr morgen einen schönen Saisonabschluss habt. Jo. Guckt schön in die Streams. An die Liga 2-Fahrer stimmt ab für Liga 3. Stimmt ab für 17:30. Ja. Oh, bedankt. Nein, stimmt dann ab, wann ihr am besten findet. Ja, also da stimmt einfach ab. Wir richten uns dann nach den Votes und wir sehen uns dann nächste Woche. Vielleicht mit ein paar Special Guests. Vielleicht werden wir 100 Mann Crew, weil das führt ja dann der Saisonabschluss. Ja. Bevor wir in ein paar Monaten dann schon wieder ins neue Game starten, ne? Ja. Also damit würde ich sagen, bis dann Antenne. Wiederschauen und reingehauen. Ciao. Ciao.